it not beautiful? I think we've got a difference of opinion on that one. How unfortunate. Is it not your wish to become one with her? Within the Savior, your mortal bodies will combine, melting into one to manifest and create his core, a thing of utter and pure beauty. Go blow yourself. I'm here to save you. Please trust me. I'm afraid you are too late. But, although still incomplete, this is your chance to catch a glimpse of the true power of our Savior. So, Live-Kommentar kann ich jetzt wieder aktivieren. So, Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Devil May Cry 4. Ja, wir kämpfen jetzt gegen diesen verrückten Priester und ich bin mal gespannt, was er da drauf hat. Ich habe schon mal aktiviert gehabt hier mit den Burst. Mist, ich muss aufpassen hier auf seine komischen Blitze. Okay, die Schutzschild ist deaktiviert. Ich habe ihn noch erwischt eigentlich, ne, oder? Hey! Ja! Achso, das war nur sein Teil seiner Rüstung. So. Dieser Move ist eigentlich recht geil, den sollte man eigentlich auch immer einsetzen, wenn man direkt B drückt. Das ist Bullshit. So, Dämonenenergie aufbewahren. Ah, Mann. Eigentlich müsste ich springen, wenn das einsetzt. Ah, immer erwischt er mich mit seinem scheiß Tesla-Kram. So. So. Jetzt haben wir ihn wieder. So machen wir den alten Krüppel fertig. Aua! Gehen mir die Dinger auch noch auf mich zu. Das muss man ziemlich aufpassen. Ah, das gibt's doch nicht, warum er sich nicht in der Luft hält. Oh, das ist hart. Das ist hart, was er einsetzt. So, warte mal. So. Nein, wir müssen ihn in die Enge kriegen. Mann! Verdammt, jetzt habe ich voll verkackt. Und jetzt konnte er schließlich wieder abhauen. Nein! Die Dinger sind so scheiße jetzt irgendwie, weiß nicht. So. So. Moment. Ah, nee, können wir jetzt nicht einsetzen. Oh.
Na! Ja, geschafft. Geil. So? Nein, jetzt. Muss es jetzt unbedingt kommen? Das ist doch mies. Da ist er jetzt wieder. Das muss man ziemlich schnell beeilen. Weil wenn man sich jetzt nicht beeilt. Ah, Mann. Ah, komm schon. Er ist wie so ein blöder Magier, ne? Mal so vorab gesagt. Hey. Fast geschafft. Er hat uns erwischt. Kacke. Ich glaube, da sind auch einige ziemlich verzweifelt gewesen. Ich habe mir mal angeschaut, wie andere das machen. Und da sind einige schon ziemlich verzweifelt gewesen. Weil, es ist ja auch nicht recht einfach, ne? Also, sieht immer zwar einfach aus, ist es aber so gesehen nicht. Und das glaube ich auch, weil ich merke das ja selber, dass es echt nicht easy gegen den ist. Und ich habe jetzt auch die ganzen Kram jetzt auch gar nicht so jetzt so wie, hier die Roten da. Die kriegst du aber nicht einfach so. Immer. Außer wenn jetzt hier mal diese Dämonen da kommen. Okay, dann. Ja, da kannst du auch lange drauf sparen eigentlich. Naja, ich will jetzt auch keine Energie verschwenden. Ja, hier auch Quatsch. So. Irgendwie muss man mehr auf den zuschlagen als nur einmal. So. Das sieht so geil aus. Nein! Irgendwie habe ich ihn nicht wieder getroffen. Und das sieht so geil aus, wie er den Typen verkloppt. Aber dennoch, er hat das noch überlebt oder noch? Noch dagegen ankommt. Aber hinter einem Schutzschild verstecken kann sich ja jeder. Das ist die Waffe eines Feiglings. Oh. Ah, okay, jetzt hat er mich erwischt. Das war jetzt dumm. Da holt der Feigling mal ab. Lacht aber noch, ey. Ein schäbiger Typ. Er muss dann noch die Statue für sich benutzen. Ich kloppe dich nieder. So sieht das aus. Aua. Hey. Blöder Kackviech. So, das ist ja unser Priesterfreund ja wieder. Au, au. Ah, Mann. Okay, wenn so ein Ding kommt, dann ist es mies. Ah.
Ja, er hält sie für jetzt so toll im letzten Moment. Wie hat er uns bitte schön erwischt? Finde ich komisch. So, ah. Mann! Müssen die jetzt gegen mich sein, die Viecher? Ja. Wow. Ah, Mann. Komm schon bitte. Mann. Nein, in den letzten Moment, wo ich den alten Sack habe. So. War nicht einfach, muss ich sagen. Puh. Unfortunately, you did not anticipate a descendant of Sparta's blood. And because of this boy, you have been outwitted, and the savior will be completed. I don't know. I'd wager this kid still got some life in him. You fool! Escape is now impossible! The creation cannot be stopped! Giving up so soon? My options are limited. So melodramatic. Besides, if you die without giving my sword back, I'm gonna be pissed. Then come and get it. What a punk.
I failed to save you. Check it out. It's got wings. The design shows terrible taste. Hey, where's that thing going? It's not complete yet, is it? It is in his heart to save the world from chaos. He will begin by driving it out. Now he has what he needs. Yamato. Spotty used it to seal the Hellgate from the demon world. The sword is the key to opening the Hellgate. The real Hellgate. That lies dormant beneath this city. The sword that separates the human world from the demon world. I think you, the son of the Dark Knight Sparta, are the only one who can stop the Savior now. Dante. Looks like you've got a rep to live up to. Looks that way. Please, honor one last request. Save them. Kyrie and Nero. I wouldn't want to deny anyone their dying request. I'll sweep the city and evacuate the people. Hey, is this your way of ditching and dumping this mess up? You want to switch? It's cool. Let's stick to the plan. Das ist ja richtig geil gemacht worden, oder? Also sind sie in Mission 11 in Teufelsjäger. Heißt also, wir haben so weit die Hälfte geschafft, kann man so sagen, so ungefähr. Kann man so sagen, oder? Erfüllt mit Stolz. Holen sie sich 10.000 stolze Seelen. Wollen wir erstmal abspeichern? Ja, mit Dante, weil Nero und Kiri sind ja so gesehen jetzt in diesen komischen Wesen. Ach, der fehlt ja auch noch. Lend me your ears and fangs. Destroy this world, so that the true utopia can
be born! Judgment Day has That's a solid performance for an old fart like you. Figurenwechsel. Beim Wechsel von Nero zu Dante nehmen sie ihre Lebenskraft, DT-Punkte, also DT-Anzeige, stolze Seelen und alle Kugeln und Objekte mit. Die stolzen Seelen werden zurückgetauscht und können für besondere Techniken Dantes genutzt werden. Wow, was für ein Comeback. Wir können jetzt mit Dante wieder spielen. Hä, verdammt? Aha. Schwerter. Rebellion. Schusswaffen. Geil, die alten Stile, die ja Dante ja auch bei Devil May Cry 3, das habe ich ja auch mal let's played. Thank you.
So. Ein neuer Anfang. Stellen Sie sich der Kraft des legendären Teufelsjägers. Endlich spielen wir wieder mit Dante und da haben ja auch viele drauf gewartet. Stilwechsel. Wenn Sie gedrückt haben, wechselt Dante seinen Kampfstil. Das ist ja geil. Aber dazu mehr im nächsten Part. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Lasst doch einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Für mich selbst auch als Unterstützung. Wir sehen uns also im nächsten Part. Und schaut uns auch bei Devil May Cry 3 rein. HD, wenn ihr wollt. Und ja, haut rein. Ciao.